Lasst uns trotzdem mal über Painkiller reden. Weil, das haben wir als ganz, ganz großen Test eingeplant gehabt. Ich habe mich darauf gefreut, weil ich ein alter Serious Sam-Fan bin. Fand die Grafik-Engine toll, fand die Ideen eigentlich ganz vielversprechend. Und du hast es gespielt, hast es gesehen bei den Leuten und hast gesagt, es ist ein Potenzial sehr gut. Richtig. So, jetzt habe ich es gespielt und gespielt und gespielt und bin durch und habe mich dann tierisch gelangweilt. So richtig böse gelangweilt. Und da war ich richtig sauer auf dich. Stellenweise. Kann ich gar nicht verstehen. Erzähl's mir. Komm jetzt mal ernsthaft. Warum ist das Spiel so gut, deiner Meinung nach? Als ich damals in Polen war und diese drei Level gespielt habe, hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war einfach Action pur. Da kommen Dutzende oder Hunderte oder wie viele auch immer von Gegnern auf dich zu, die du dann niedermähen kannst, und das macht einfach Spaß. Gleichzeitig fand ich damals die Grafik schon, obwohl es in dem frühen Stadium war, schon sehr, sehr gut. Die Ideen, die sie hatten, waren sehr vielversprechend. Zum Beispiel dieses Kartensystem, also diese Boni-Karten. Oder die schönen KI-Gegner, die dann kleinere Viecher irgendwie als Schutzschild vor sich halten, um nicht getroffen zu werden. Das gab es so vorher noch nie. Und auch nicht in Serious Sam, was ja eigentlich der direkte Konkurrent ist. Okay. Ja, jo. Hast recht. Ich habe diese drei Level-Demo nämlich auch gespielt. Und deswegen haben wir auf das Spiel gefreut, weil die war wirklich interessant. Und jetzt kommt nämlich das Problem von Painkiller. Also eins der Hauptprobleme ist, es ist zu lang. Also im Gegensatz zu anderen Spielen, die eher mal zu kurz sind, ist Painkiller zu lang, weil es wiederholt sich. Sie klauen bei sich selber. Sie recyceln ihre Gegner nur mit neuen Texturen. Die Levelabschnitte machst du zum Teil ein, zwei, drei Mal. Die sind sich aber auch zu ähnlich. Also das ist nichts Neues, da passiert nichts. Und was bei Serious Sam noch für Stimmung gesorgt hat, so gerade originelle Gegner, wirklich lustige Gegner und dieser selbstironische Kommentar immer wieder mal, natürlich, das fehlt alles. Das ist so leblos in sich. Aber klammerst du jetzt gerade die Endgegner aus, die riesigen? Spektakulär? Ein bisschen ja, weil die sind zwar spektakulär und groß, aber sie sind halt immer spektakulär und groß. Es sind immer irgendwelche gehörnten oder geflügelten Riesenteile, ja gut, die immer halt eine Schwachstelle haben, auf die man schießen muss, bevor man sie erst endgültig töten kann. Es ist auch wieder immer das Gleiche. Ja, aber ganz kurz, verstärkt wird es durch die Zwischengegner, die nämlich dann kleinere Ausgaben der Endgegner sind. Also es gibt 5 Endgegner und unheimlich viele Zwischengegner, die auch größer als die normalen Horden sind. Mit aber den gleichen Schwachpunkten wie die Endgegner. Nein, aber halt mit ähnlichen Schwachpunkten zum Teil und einfach auch in einer zu ähnlichen Optik. Also da habe ich nicht diese Abwechslung, die ich eigentlich erwartet habe. Und das wiederholt sich halt, wie gesagt, im ganzen Spiel. Es sind knapp 25 Levels und die sind sich so ähnlich zum Teil und so langatmig. Das sind diese Längen im Spiel. Weißt du, kommst in ein neues Level rein, hast irgendwie diese geile Optik, sagst halt irgendwie, meine Güte, die haben Polygone aufgetischt, das gibt's nicht, mit richtig guten Texturen zum Teil, tolle Animationen und dann rotzt du halt ein paar Gegner um. Ja, und da wiederholt sich's. Aber du hast doch immer andere Gegner. Nein, das ist das Problem. Also die Gegner verhalten sich schon extrem ähnlich und das sind unglaublich viele. Verhalten ist übrigens auch mal ja, nett also es gibt ja so gut wie keine KI tatsächlich. Also ich meine, also wenn du zum Beispiel ein größeres Areal hast, wo normalerweise im normalen Spiel die Gegner, sag ich mal, erstmal hinten warten, bis du da hinkommst und du die ersten 5 abgemurkst hast. Bei Painkiller rennen alle aus diesem Areal auf dich zu. Also es kommen dann 100 Gegner gleichen Typs und das ist für dich dann nicht mal eine Herausforderung, sondern nur noch nervig, weil du denselben Gegner zum 50.000. Mal siehst und immer nur noch abschießt und einer alleine könnte überhaupt nichts reißen. Ja, und bei Serious Sam, da hast du noch, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, diese Gegner, die dann so geschrien haben, die Bomben getragen haben, aus 5 Richtungen auf dich zukamen, da musstest du wirklich noch aufpassen, wenn du jetzt zuerst abknallst und schnell umdrehen. Ja. Bei Painkiller kommen alle stumpf von vorne, haben meistens auch keinen Fernangriff und dann gehst du noch 3 Meter zurück und dann sind alle weg und dann ist das ganze Areal leer und du rennst erstmal 10 Minuten rum und dann geht das nach so viel vorne los. Deswegen fand ich es auch so vielversprechend, gerade diese Sachen wie zum Beispiel dieses Skelett, das kleinere Monster als Schutzschild nimmt. Also ich habe jetzt wirklich kein Monster gefunden, das wirklich originell gewesen wäre im Sinne von, es macht irgendwas, mit dem ich nicht rechne. Ja, genau. Was so ein Zombie schlürft auf mich zu, der reißt sich halt dann irgendwie ein Stück Fleisch aus dem Bein und wirft es auf mich. Ja, haben wir auch schon mal gesehen. Hey. Zumindest die mal lustig aussehen. Ich meine, bei Serious Sam, das hast du wirklich teilweise vor und hast dich wegen diesen absurden Typen einfach nur krank gelacht. Ja, aber das will das Ding ja auch nicht leisten. Ja, eben, genau. Aber das war halt noch dieser Bonus. Also Painkiller ist einfach zu monoton. Das ist wirklich monoton. Es ist stumpfsinniges, durch die Gegend rennen und immer das Gleiche. Du, die Waffen sind auch langweilig, du hast zu wenig. Du darfst nicht vergessen, du hast im ersten Level schon 4 von 5 Waffen und bekommst dann relativ schnell nach 5 Levels die letzte Waffe. Das war's dann. Bis zum Schluss. Es zieht sich dann auch so. Ich habe nichts mehr Neues. Trotz der 3 Feuermodi, die jede Waffe hat. Ja, die brauche ich zum Teil auch, das ist richtig. Vor allem bei diesem Maschinengewehr Rocket Launcher Mischmasch. Ja, das ist ganz witzig. Nur, die Schrotflinte hat noch diese komischen Lähmkapseln, mit denen man die Dämonen ein bisschen bremsen kann. Habe ich einmal hergenommen, um es auszuprobieren, braucht kein Mensch. Apropos braucht kein Mensch, das von dir auch mal
angepriesene Kartensystem, habe ich auch gedacht, hey cool, die machen mal aus dem Serious Sam was mit ein bisschen noch, ich kann mir Karten erspielen, um so Special Moves quasi zu kriegen, so Tiefe. Gegnerische Schüsse abschwächen, meine eigenen verstärken, Zeit verlangsamen etc. Habe ich auch gemacht, um es auszuprobieren. Es ist völlig sinnlos. Man braucht es nicht. Erstens braucht man es nicht. Mhm. Ich meine, Christian hat es auch durchgespielt und hat es auch nicht gebraucht. Ich habe es nie hergenommen, was völlig sinnlos ist. Und du hast so lästige Aufgaben wie, du musst jetzt 100 Seelen einsammeln innerhalb einer bestimmten Zeit oder du musst nur mit einer bestimmten Waffe den ganzen Level säubern. Aber wenn ich nur 5 Waffen habe, werde ich nochmal auf eine reduziert und kann die andere nicht hernehmen. Was soll denn das? Also es ist nicht so, dass, so wie Sie es zuerst versprochen hatten, dass du dann die Karten irgendwo an versteckten Orten findest oder hinter irgendwelchen versteckten Türen. Es gibt Verstecke, da finde ich meistens Munition oder eine Rüstung oder aber sowas. Die sind auch nicht so sonderlich. Okay. Also ich meine, Verstecke in Anführungsstrichen, man erkennt sie relativ leicht. Wenn man eben schon erkennt, kennt man sie. Ja, klar. Also ich muss eins sagen, Michael hat völlig recht von dem, was man zuerst gesehen hat. Also sprich die einzelnen Demos, die da waren und auch diese 3-Level-Demo, die wir hatten. Da sah das wirklich toll aus. Und zwar hätten sie einfach nur Längen rausnehmen müssen aus dem Spiel. Und ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen mehr Abwechslung noch, vielleicht noch 2-3 coole Waffen mehr, die sich wiederholenden Gegner und Levelarchitektur rausnehmen, damit es halt nicht so gelenkt wird, so künstlich in die Länge gezogen, nicht so monoton ist. Und das Gegnerverhalten auch noch, das hätte noch überarbeitet werden müssen. Wenigstens ein bisschen was, ja. Dass sie nicht irgendwo an einem kleinen Vorsprung hängen bleiben, dass sie mal eine Treppe finden. Ich meine, ich brauche in so einem Shooter keine gute KI wie in Far Cry, aber ich kann auch mehr verlangen, als es wirklich... Alleine aufgezogen auf dich zu rennen. Sie rennen in der Linie auf dich zu, du musst ja nicht mal in Deckung gehen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich nicht groß kriechen muss oder mich verstecken muss. Wenn ich mal springe, wie so ein Kaninchen, dann reicht das in den meisten Fällen schon. Und dazu kommt auch dieses ewig selbe Prinzip. Ja. Ich komme in ein Level rein, gehe einen Schritt, hinter mir geht die Tür hoch, ich komme nicht mehr zurück, gehe noch einen Schritt, dann poppen die ganzen Gegner aus dem Nichts auf und kommen. Sind sie alle leer, kann ich in den nächsten Abschnitt gehen, Türe geht hoch, Gegner kommen und so. Ist das cool auf? So ja, bei diesen die Zeigen, sich ja. die ich damals gezeigt habe. Am Anfang, das noch wirklich im ersten Level, das war auch, die haben die besten Level gezeigt, dir. Das ist der Witz dabei. Da springen sie aus den Gräben hoch, so zack, zum Beispiel das. Das ist lustig. Und ansonsten kommt irgendwann so ein kleines Wölkchen. Ja, genau, das Wölkchen. Das Wölkchen, 20 Mal, und dann hast du irgendwie 20 Gegner, so. Oh, Schreck. Und dann gehst du 10 Meter zurück, wartest, bis sie auf die zukommen, knallst einen nach dem ab, streifst noch 3 Mal und dann ist alles tot, fertig und von vorne also, los. Das haben wir jetzt wirklich ziemlich runtergemacht und ich habe lange gezögert, was ich für eine Wertung gebe und ich bin immer noch nicht ganz sicher. Also nach mehrfachem Lesen von dem Test und nochmal in mich gehen, möchte ich es nochmal spielen. Ja, mit Cheats vielleicht mal jeden Level kurz anspringen, 5 Minuten mal ballern und dann wieder raus. Aber nicht wirklich spielen. Und ich wollte eigentlich noch eine knappe 70 geben. Deutlich unter Serious Sam. Weil die Grafik ist wirklich toll, sie haben zum Teil geniale Levels gebaut, also riesengroß, keine Bitmap-Hintergründe, sondern echte Polygongebäude, wirklich toll gemacht. Die Gegner bewegen sich gut, es gibt ein paar tolle Gegner, leider halt viel zu wenig im Vergleich zu der Masse an stumpfsinnigen, sich wiederholenden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht noch zu hoch ist, weil möchte ich es wirklich spielen, kann ich es jemandem empfehlen, der Ego-Shooter mag. Ich glaube, es ist halt echt so ein reiner Popcorn-Shooter. Den spiele ich höchstens einmal durch, wenn ich das überhaupt überlebe. Aber wenn du aber so viel Geduld hast, dann wenn ich so viel Geduld habe, also normalerweise höre ich doch unter Hälfte irgendwann auf. Hätte ich es nicht testen müssen, hätte ich es nicht durchgespielt. Mm. Ganz, ganz sicher. Und ich glaube, die meisten werden doch, wenn sie nicht ausdauernd sind oder Beamte sind, die das wirklich stur ertragen, mit Cheats die langweiligen Sachen überspringen. Mhm. Weil dann ist es einigermaßen flott. Wobei, ich glaube halt schon, dass das dieses Szenario bei einigen Leuten mal wieder ordentlich ankommen wird. Es macht ja schon ein bisschen Spaß, aber es irgendwie hat es so ein bisschen den Fastfood-Effekt irgendwie. Es macht nicht richtig satt einfach beim Spielen und irgendwann wird es mal schlecht davon. Und eigentlich ist es was du immer mal, also bei Serious Sam fand ich halt das Coole, dass du einfach mal eine halbe Stunde spielen konntest, um dich abzureagieren und das war cool. Und dann hast du irgendwie an der Stelle, wo du aufgehört hast, nächstes Mal weitergespielt, hast du trotzdem Spaß. Und das geht halt bei Painkiller nicht, weil halt zu viel Längen einfach drin sind. Du schaust dir eigentlich von jedem Kapitel 1-2 Level mal ganz gerne an, weil die halt irgendwie neu aussehen vom Szenario her und ganz, ganz spannend aufgebaut sind am Anfang. Und da merkst du halt schon ganz schnell, okay, da gingen die Ideen aus, jetzt wird es gestreckt. Ich meine, wie gesagt, was du als Vorführung gesehen hast und was in dieser einen 3-Level-Demo drin war, die wir bekommen haben, diese Preview-Version, das waren einfach gute Sachen, weil die nicht diese Längen hatten in dem Umfang, wie sie jetzt im fertigen Spiel sind. Genau. Also, was sagt ihr? Noch eine hohe 60 oder können wir da auf eine knappe 70 gehen? Also mehr als diese 73, die ich ursprünglich mal hatte, möchte ich nicht geben. Es hat seine wirklich witzigen Endgegner. Das ist alles nicht das Thema. Nur bis ich dahin komme, habe ich meine Frustmomente, weil ich so gelangweilt bin. Aber ja, es ist richtig. Mein Ziel ist immer 84, also... Das muss deutlich drunter bleiben, auf jeden Fall. Das ist ganz deutlich klar. Dahinter. Eben. Und gerade bei so einem Spiel auch der Koop halt viel mehr zählt, als bei einem normalen Shooter.
Ja, also Multiplayer wirst du da nicht groß spielen, weil das sind ein paar Karten mit maximal 16 Leuten, dabei ballerst du dich halt ein bisschen. Ja, und wenn man das ist mal nett und das war's. Da war halt bei Serious Sam der Reiz. Überhaupt eigentlich. Ja, aber ich meine, klar, und der Faktor, dass man vielleicht irgendwann mal einen gewissen Skill in dem Spiel entwickeln kann, um es halt online zu der Reiz besteht ja gar nicht, man braucht ja keiner. Ich meine, du brauchst ja nur draufhalten. Nein. Das ist auch im Multiplayer nicht wirklich witzig. Ja. Also dieses eine Bolzengewehr, das ist so ein bisschen so eine Art Sniper-Geschichte, zwar relativ langsam. Das macht im Multiplayer noch ein bisschen mehr Spaß, weil du wirklich zielen können musst, ein bisschen vorhalten musst. Aber das machst du auch nicht lang. Also die Railgun von Ja, so ein bisschen so ein Ding. Aber also ich sehe es so ein bisschen in der Chaser-Ecke. Das hatte ich seinerzeit 66 bekommen, auch immer wieder gleiches Level-Design, gleicher Aufbau, nicht allzu fitte Gegner-KI, aber schon noch mehr als bei Painkiller jetzt. Dafür ist die Grafik bei Painkiller cooler und du hast die besseren Endgegner. Ja. Und deswegen, finde ich, kann man die 4% mehr gut vertreten. Viel mehr würde ich nicht geben. Ich denke halt auch, ich möchte die Endgegner mal sehen. Das ist ein Anreiz. Genau. Dafür nehme ich ein bisschen Längen in Kauf. Und dann, du hast auch jedes Mal, auch wenn die halt immer geflügelt oder gehörnt oder sowas sind, jedes Mal, wenn sie aufpoppen, denkst du doch schon so, ach du Scheiße. Also das ist schon immer noch ein netter Moment. Richtig, sie haben bloß einen Fehler gemacht, dass sie den allergrößten, der wirklich am höchsten von allen aufragt, gleich als ersten Endgegner präsentieren. Danach werden sie immer ein bisschen kleiner alle. Das ist dann auch wieder so sehr ungeschickt, aber okay. Ja. Also wie gesagt, 73 war meine Ursprungswertung, die mir etwas zu hoch erscheint. Hm. 70 oder 71, denke ich mal, ist das Maximum, was ich dem Spiel geben würde. Dürfte passen, ja.